Ja, weiter geht es mit Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Wir sehen hier noch nach dieser kleinen Start-Ruckel-Orgie die toten Snapper, die sich uns letzte Folge in den Weg gestellt haben. Doch, ja, wir waren stärker. So, ich weiß nicht, warum ich mich nicht hochgeheilt habe. Das werde ich mal eben nachholen mit diesen fashion Heilkräutern, die wir jetzt aufgebraucht haben. So, und wir haben da vorne eine Person gesehen in einer schwarz-roten Rüstung. Da wollen wir nochmal hingehen. Aha, wen haben wir denn da? Hier soll sich auch der Fokusstein befinden. Hallo. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Ah ja, Diego hat uns erwartet. Führe uns. Wo ist dein Problem? Ach, Goblins. Na, die wird Diego wohl alleine platt machen. Er hat sich... Doch, er ist in unserer Gruppe. Das heißt, wir kriegen die ganzen Erfahrungspunkte. Das ist ja der Hammer. So, Diego macht die ganze Drecksarbeit und wir schauen zu und kassieren die Punkte. Und da Diego eine Schlüsselfigur ist, so viel sei ja mal verraten, kann er auch nicht sterben. Das ist ja das Gute an der Sache. So, da purzeln die Erfahrungspunkte. So, ich pack das Schwert mal wieder weg. Es kommt niemand auf uns zu. Und wir können weiter. Sehr geil. Oha. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Ja, Diego, du bist der Mann. Wir heben natürlich erstmal alles auf, was sich hier vor uns befindet. Da war eine Tagebuchseite, wie ich gerade noch so aus dem Augenblickwinkel gesehen habe. Steinwurzeln, wohin das Auge reicht. Na, ich dachte, hier in der Nähe hätte es geschnattert. Aber dem ist wohl nicht so. So, da wollen wir doch erstmal schauen, was sich hier für eine Nachricht verbirgt. Dazu muss ich die erstmal finden. So, hier, Tagebuchseite. Oha, 169. Tag. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigte keine Wirkung und Pfeile prallten von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Kurinis verkauft hat. Da fliegt mir schon fast die Spucke aus dem Mund beim Reden. Naja, sie hat mich 30 Goldstücke gekostet. Aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten, sprach er und ist über diesen Stein gestolpert und durch einen Genickbruch gestorben. Und das sieht komisch aus. So, also nicht das Skelett, sondern der Troll. Der scheint auf Diego zu stehen. Welcher Natur auch immer. So, dann schauen wir uns mal die Sprüche an. Wir haben Feuerball, Heilung, Monsterschrumpfen und... Moment mal, Monsterschrumpfen? Den probieren wir doch mal gleich mal hier am Troll aus. So, 4. Schrumpfzauber. Dann müssen wir noch den Troll in den Fokus bekommen. Das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Jetzt. Ja. Dauert ein bisschen. So, da schrumpft der Troll dahin. Und Level up. Ich hätte es nicht gedacht. So, der Troll ist Geschichte. Ja, regel dich nochmal. Diego. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ja, Diego, bester Mann. So, Troll. Oh yes, ein Trollfell wert 300 Erzbrocken. Jawohl. So, warte mal, haben die Goblins irgendwas dabei? Was können diese Streitkolben hier? Moment. Ich glaube aber, die sind einfach nur Müll.
Wir sollten nochmal die ganzen Ork-Waffen verkaufen. Ja, wahrscheinlich noch hier ganz weit unten. Hier Streitkolben. Ha, Pillepalle. Toll, jetzt muss ich wieder ganz hoch scrollen. So, da ist unser Schwert und das sind alles Ork-Waffen, die wir nicht benutzen können. 35 Stärke, wobei die könnten wir eigentlich schon schwingen. Für 55 Schaden. Warte mal, ist eine Einhandwaffe. Ja, das sind zwei Handwaffen. Nee, die lassen wir mal lieber. So, wir sollen hier diesen Aufgang hinauf. Warte mal, ich speichere den Fortschritt natürlich erstmal. Nicht, dass wir den ganzen Quatsch hier nochmal machen müssen. Der Troll war ja auch ein bisschen schwierig ins Visier zu bekommen. Also zumindest nicht auf direkten Wege. So, wollen wir nochmal schauen, ob das schon reicht, Magier zu werden, um Saturas zu überzeugen, wollte ich eigentlich sagen. So, ich hoffe, wir erwarten keine bösen Überraschungen auf uns. Wir brauchen... Warte mal, hier ist eine... Ach, warte, ich glaube, ich weiß, was da los ist. Ich glaube, ich weiß. Ich muss nochmal kurz auf den Hof, um zu schauen, ob ich denn mich hier recht erinnere. So, wir gehen mal da vorne hin, dann müsste auch Diego irgendwo rumtanzen. Naja, der wollte ja gucken, dass keine bösen Überraschungen kommen. Die würden aber, glaube ich, eher von dieser Schneise da kommen und nicht hier hinten. Aber naja. So. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Ja, und warum öffnest du das dann nicht? Muss ich das nochmal drehen? Ich habe keine Ahnung. Oh, da hat... Oh, oh. Diego! Hallo? Da, jawohl. So, ist er noch in unserer Gruppe, dass wir die Erfahrung bekommen? Das wäre richtig nice. Ich ziehe schon mal mein Schwert. Jawohl, wir bekommen schon wieder die Erfahrung. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die KI ist absolut genial. Nicht? Was spritzt eigentlich die ganze Zeit aus denen raus? Das würde mich mal interessieren. So eine braune Suppe. Jawohl. Vor allem, die geben so viel Erfahrung. Das sind ja ganz schön mächtige Viecher dann. So, warte mal. Wir haben... Oh, Wahnsinn. Wir haben 76 Erfahrungspunkte zu verteilen. Oder Lernpunkte, wie es hier heißt. Und uns fehlen noch... 6120 Erfahrungspunkte. Da können ruhig mal noch ein paar Wellen von den Gobbos hier angerannt kommen. Das wäre richtig nice. Wieso läuft er die ganze Zeit so schräg vor uns her? Ey, das ist mein Fokusstein. Bleib mal hier stehen. So, jetzt müssten noch mal 100 Gobbos da unten spawnen und dann sind wir Level 100 oder so. Naja, nicht ganz. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier durchkommen. Oh, fuck. Nein, da war ich zu voreilig. Diego. Ich habe keine Ahnung, wie stark die sind. Ja, super, jetzt folgen die uns nicht mehr, oder was? Toll, die verschwinden da hinten durchs Eck. Man hört sie noch. Vielleicht sollte ich den Bogen nehmen. Zum Pullen. So. So, dann wollen wir mal. Na super. Aha. Brenne. Du sollst brennen. Jetzt komm noch tiefer. Nein, nicht blocken. So. Aha, noch eine. Die sind gar nicht so schwer. Na, es ist, glaube ich, eine ungünstige Position. Ich muss sie anders positionieren. So, ach Mann. Das ist doch kacke. Die sind echt doof anzuvisieren. Nein. Ach Mann. Wahrscheinlich hätte man die auch von unten wegsnipern können. So. Ja, quietscht dich zu Tode. Die haben noch nicht mal was dabei. Das ist ja der Hammer. Okay, hier ist der Fokusstein. Ja, der Fokus aus der Trollschlucht. Supi. Da werden wir eben Diego informieren, dass wir seine Hilfe hier oben gebraucht hätten, aber sie nicht bekommen haben. Ich werde mich beschweren bei Gomez. Wenn ich denn mal Zeit habe dafür. So. Der quatscht euch ja mit uns. Hol dir den Fokus. Ich warte hier.
Toll. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Okay. Mach's gut. Gut, warte mal, dann heile ich mich erstmal hoch und dann würde ich sagen, ist das schon mal speicherungswürdig. Allerdings möchte ich mich jetzt noch gar nicht zurück ins alte Lager teleportieren, denn in der Nähe ist nämlich, warte mal, ich muss eine Heilpflanze finden, ist nämlich die nächste, der nächste Fokusstein. So, ich speichere das natürlich wieder. So, ich bin überrascht, dass wir nicht gestorben sind. Das ist irgendwie untypisch für mich. Ja, da geht Diego mit erhobenem Haupt oder wie auch immer, der hier die ganzen Gobbos erschlagen hat, plus den Troll mit unserer Hilfe natürlich. Wir haben ja nicht nur tatenlos zugesehen. Oh, was ist denn hier oben? Ist da irgendwas? Oder ist hier die Barriere? Ach, schau mal einer an. Ah! Lass mich in Ruhe. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Das ist wie der Typ, ja, vor dem alten Lager, für diese Sumpfkraut-Quest mit diesen Dealern, die man da ausschalten soll oder so. Ich glaube, dafür könnte das sein. Das war ja ein Bandit offensichtlich. Er hatte eine blaue Rüstung an. Gut zu wissen. So, hier war, glaube ich, der Horrorwolf, der mich so erschreckt hat. Aber wir wollen ja auch gar nicht durch den Wald, sondern gleich hier links abbiegen, um zum nächsten, Fokuspunkt zu gelangen. So, das haben wir alles gesehen, als wir hier runtergekommen sind, das allererste Mal. Nur nicht von dieser Seite, sondern wir sind nur schreckhaft vorne am Zaun lang gelaufen, bei den zwei Vögeln da vorbei. Und, mussten diese raue Welt erst einmal kennenlernen. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich lang muss. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es besser. Oder springe ich hier rüber? Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust zu springen, weil da muss ich wahrscheinlich auch schwimmen. Und, eine Besonderheit bei dem Schwimmen ist, dass es, man sieht es, eine Strömung gibt. Das heißt, man muss schon ein bisschen aufpassen beim Schwimmen, dass man nicht komplett abdriftet. So, ich schaue nochmal, ob hier irgendwelche Viecher sind. Da vorne sind Blutfliegen, zumindest eine. Die will ich aber töten. So, bloß nicht unter... seht ihr, hier ist das heftiger. Hier muss man schon gegen schwimmen, damit man nicht vom Strom mitgerissen wird. So, wie dem auch sei. Aleop. Aha, und ein Scavenger. Nochmal gut, dass wir hier geschaut haben. So, zack. Meinetwegen kannst du deine Flügel auch behalten. So. Wir wollen ja jetzt nicht so viel Zeit mit dem Looten verplempern. So, das Fleisch will ich eh nicht haben. Das stinkt. Ah, da haben wir noch einen Scavenger. Und Warane. Also zumindest einen. Also ich mache aber erst den Scavenger platt. So, ich hoffe, das sind noch andere Viecher. Ich glaube, an dem Wald haben wir mal gelevelt. Ah, die brauchen nur noch einen Schlag. Richtig cool. Na komm, die looten wir meinetwegen mal. Wir werden wahrscheinlich noch eine Menge Erz brauchen. Wenn es wieder an neue Rüstungen geht oder sowas. Da ist noch einer. Nee, das ist ein Lurker. Das sind auch noch Pflanzen, die will ich unbedingt mitnehmen. Aber zuerst... So, der Lurker. Ist hier noch irgendwas? Ja, da oben sind noch ein paar Scavenger. Die können auch ruhig bleiben. Da vorne waren noch Pflanzen, die wollte ich mitnehmen. Denn ich habe gesehen, so viel Heilkräuter haben wir nicht mehr. Und ich möchte noch nicht die Tränke eigentlich verbrauchen. Wobei ich nicht weiß, wie viele wir letztendlich noch brauchen werden. So, ich werde auch hier einmal ganz kurz speichern. Nur, dass wir hier nicht wieder den langen Marschweg haben, wenn jetzt da vorne doch irgendwo ein Schattenläufer rumeiert. So. Waren denn nicht... Ich meine, wir waren ja auch mal auf Wolfsjagd. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aha, hier vielleicht. Oh,
Shit. So, einen nur. Beziehungsweise kommt eh die ganze Meute. Oder auch nicht. Nee, den nicht. Den wollte ich haben. Ah, jawohl, getroffen. Waffe wechseln. So, scheiße, sind das viele. Aber das waren es, glaube ich, auch, wo wir das erste Mal hier waren. Ach, Mist, ey. Aha, die brauchen nur einen Schlag. Das ist schon mal sehr gut. Da können wir schon mal hier die ersten ausradieren. So, du brauchst gar nicht wieder zurück. Hier wird gestorben. Jetzt und hier. Will ich die Sachen alle haben? Naja, wenn sie hier schon auf dem Präsentierteller liegen. Nein, den Scavenger wollte ich eigentlich nicht looten. Ach, Mann. Gut. Zumindest die, die ich jetzt mal so ins Visier bekomme. Nicht den Scavenger. Da liegen zwei Wölfe. Nur, dass wir, wie gesagt, ein bisschen Erz wieder reinbekommen. Falls wir doch mal wieder tiefer in die Tasche greifen müssen. Falls es eine neue Rüstung gibt, die wir haben wollen. So, das sind jetzt natürlich nur noch Peanuts. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich in die Barriere reinlaufen. Schnauze. So. Das waren die. Das sind auch Mole Rats. Die sind natürlich auch kein Problem. Was ist da drüben eigentlich? Ein Scavenger. Einsam und verlassen. Aber warte mal, haben wir nicht an dem Wald mitgefarmt? Ich, kann mich so ganz dunkel daran erinnern. Aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, was hier drüben in diesem Wald ist. Ich habe keine Ahnung, wo uns das hinführt. Aber wir haben ja ein paar Karten. Wir müssen eh in diese Richtung. Ach, da geht's. Ach, da haben wir Nyras erschlagen. Also, ja klar, den haben wir ja schon. Interessant. Nee, aber wir wollen da nicht hin. Denn wir wollen zur Ruine, die sich da vorne befindet. Sieht man die eigentlich von hier? Ich weiß es nicht. Aber wir werden sie definitiv gleich sehen. Aha. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass pünktlich zu den Fokussteinen hier überall Snappers gespawnt sind. Beziehungsweise wahrscheinlich waren die schon vorher da. Aber irgendwie auffällig, ne? Dass vor jedem Punkt diese Kackviecher auf uns warten. So, Nummer 1. So kriegen wir die auch noch eben. Ah, da bin ich schon viel zu weit, viel zu weit. So, der dreht sich wieder weg. Das ist sehr gut. So haben wir ihn richtig positioniert. Den können wir jetzt, glaube ich, auch so töten. Wir müssen nicht warten, bis er jetzt hier angeeiert kommt. Okay, so langsam können wir ein bisschen in die Vollen gehen, aber ich glaube, das wird sich ganz schnell wieder ändern. Nein! Es fängt an zu regnen. Ja. Aha, da haben wir auch noch Blutfliegen. Oh, da war ich, glaube ich, zu weit vor. Da haben wir auch noch ein paar Blutfliegen. Um die möchte ich mich auch kümmern, aber ich will mich erstmal heilen. Was ist das eigentlich hier? Ach so. Ja, super. Da haben wir die Pflanzen, die wir gerade gepflückt haben, direkt wieder verschwendet. So, dann schauen wir nochmal hier drüben. Ist hier sonst noch irgendwas, was sich hier bewegt? Nein, ich sollte im Regen natürlich nicht speichern. Das ist total dumm. Denn sonst kann ich den Spielstand nicht mehr laden. So, jetzt habe ich es. So, jetzt slime wir mal richtig fetzig runter. Ah, Mist. Ich wollte die so on the fly töten. Eine Fliege on the fly töten. Aha, so. Das musste sein, das tut mir leid. So, damit hätten wir auch dieses Kapitel abgehakt. So, meinetwegen nehme ich die Flügel jetzt auch mal mit. Wie gesagt, wie viel Erz haben wir eigentlich schon wieder? 2800 fast. Ja, ich weiß, einer fehlt uns noch. Aber trotzdem. So, die haben wir auch noch nicht gelootet. Müssen nur Händler finden, die genug Erz dabei haben. So, hier einmal hochjumpen.
und meinetwegen auch noch die Scavenger hier umbringen und die Mole Rats. Ne, denn ihr wisst ja, Kleinvieh macht auch Mist. Sprach er und starb dann wahrscheinlich inmitten einer Mole Rat Plage. So. Damit hätten wir die auch gekillt. Ja, ist doof. Jetzt kann ich nicht speichern und die Folge ist vorbei. Tja, was mache ich da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich will hier noch nicht hin. Eigentlich ist es total dumm, wenn ich mich jetzt zurückteleportiere. Es ist aber auch total dumm, hier zu warten. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt hier einen Schnitt, warte, bis es aufgehört hat zu regnen. Und dann geht es hier in der nächsten Folge bei strahlendem Sonnenschein weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder so ähnlich. Das war schon wieder das alte Outro, ne? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist total der Wurm drin. Auf jeden Fall, bis dann.